Hallo, ich bin Carsten den Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ihr seht's wieder mit der alten Kamera. Das heißt, die Mikrofonhalterung ist immer noch nicht da. Was da schief gegangen ist, weiß ich nicht. Weil, also die war schon in Deutschland. Ist dann vom Versanddienstleister ohne Zustellversuch oder ohne Kontaktversuch einfach zurückgeschickt worden zum Absender, der in China sitzt. Naja, ich habe mal den Test gewagt und da gestern nach Insta eine E-Mail auf Deutsch geschrieben. Da kam dann heute auch eine entsprechende E-Mail zurück auf Englisch. Aber sinngemäß haben die wohl scheinbar verstanden, was ich von denen will, weil sie mir geschrieben haben, dass sie den Versanddienstleister kontaktieren und fragen, was da los ist. Naja, nichtsdestotrotz muss ich jetzt die Tour hier mit der alten Kamera filmen. Oder zumindest da, wo ich was erzähle während der Fahrt, werde ich dann halt mit der alten Kamera filmen. Aber die Insta, die habe ich trotzdem mit. Da kann man ja auch so schöne Aufnahmen machen. Ja, wie ihr gerade, denke ich mal, gesehen habt, bin ich mit Gepäck unterwegs. Und zwar wird es eine etwas andere Radreise. Eigentlich hatte ich geplant, heute eine Radroute in Brandenburg zu starten. Aber da die Campingplätze dort die Waschhäuser nicht aufmachen, nehmen sie natürlich im Moment auch keine Zelter, so wie letztes Jahr in Schleswig-Holstein. Selbst wenn sie es jetzt geändert hätten, bräuchte ich jeden Tag einen frischen Corona-Test. Und das ist mir, weiß ich nicht, wo man den unterwegs überall herkriegen soll, das ist mir dann zu stressig. Deshalb habe ich gedacht, ich fahre ein paar Tage fest auf einen Campingplatz. Ich war heute Morgen, weil ich mich testen lassen, wie erwartet, negativ. Und ja, bin jetzt auf dem Weg nach Dinken. Auf dem Campingplatz war ich ja schon ein paar Mal. Unter anderem auch bei der Drei-Flüsse-Route. Ja, und fahr dann von da aus ein paar Tagestouren, habe ich mir gedacht. Ist dann auch schlafen im Zelt. Bin trotzdem mit dem Fahrrad unterwegs. Das Wetter soll ja jetzt besser werden. Es könnte ein bisschen wärmer sein. Ja, die heutige Tour ist einfach nur als Prolog zu sehen. Also ich werde da heute auch nur
auf einen relativ direkten Weg hinfahren. Hab mir das Ganze von Komoot ausrechnen lassen. Aber das mache ich nicht nochmal. Da fährt er mir zu viel durch Städte, Hauptstraßen. Also nicht so toll. Also jetzt erstmal hinfahren, aufbauen. Ja, und einkaufen muss ich auch noch. Ich habe keine Lebensmittel eingepackt. Nur eine, für den Notfall eine Trekking-Mahlzeit habe ich mit. Weil ich habe ja zum Beispiel auch, weil ich jetzt länger da stehe, dann ausnahmsweise meine Kabeltrommel mit. Eine kleine. Weil ich mir da dann auch Strom holen kann. Und ja, das Wetter ist ja auch noch nicht so beständig. Es war gutes Wetter angesagt, aber so ganz traurig den Braten noch nicht. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ich bin gerade an einem Lokal vorbeigekommen und da sitzen die Leute im Biergarten. Das sieht ja schon mal erstmal wieder ganz gut aus. Ja, ich muss jetzt sehen, dass ich noch eine Stunde kaputt kriege. Weil laut Navi wäre ich ungefähr eine Stunde zu früh da. Weil bis 14:30 ist Mittagspause. Auf dem Samstag. Naja. Ich werde schon noch irgendwo was finden, wo ich eine Stunde verbringe. Ja, wie man an dem Windrad da drüben sehen kann, habe ich ordentlich Gegenwind. Ja, wäre schon schön, wenn der Himmel jetzt mal wieder aufreißen würde. Ganz schön bewölkt. Und auch frisch. Die letzten 2 Kilometer bin ich gelaufen. Ah, jetzt bin ich immer noch 5 Minuten zu früh dran. Aber 5 Minuten kann man auch mal warten.